Das war heute Tag 1 im Prozess gegen Stefan B., den Attentäter von Halle. Knapp 4,5 Stunden haben insgesamt hat das Gericht getagt und den Großteil der Zeit hat die Befragung des Angeklagten eingenommen. Die Vorsitzende Richterin Ursula Mertens hat versucht, den Angeklagten zu Aussagen zu bewegen und das ist ihr auch gelungen. Er wollte ursprünglich eigentlich nicht reden, zum Beispiel über seine Kindheit. Auf Nachfragen hat er sich dann aber doch immer wieder geäußert und merklich aufgetaut ist er dann, als es später um die eigentliche Tat ging, also darum, was er in Halle vor der Synagoge angerichtet hat, was er im Kiezdöner in Halle angerichtet hat und dann weiterhin auf seiner Flucht. Man hat deutlich gemerkt, dass der Angeklagte Spaß dran hat, zu erzählen, was er gemacht hat. Es hat ihm Freude gemacht, zu berichten, wie er sich die Waffen selbst gebaut hat, die Patronen gebaut hat, wie er sich vorbereitet hat. Und er hat aber auch kein Problem damit gehabt, zu schildern, wo er gescheitert ist. Also daran zum Beispiel, dass seine Waffen immer wieder Ladehemmungen hatte. Auch das hat er gestanden und ganz offen darüber erzählt. Er hat sich auch nicht aus dem Konzept bringen lassen, wenn die Vorsitzende Richterin ihm immer wieder versucht hat, vor Augen zu führen, dass er eigentlich das, was er wollte, überhaupt nicht erreicht hat. Und das ist natürlich im Kern die Geschichte. Er hat Menschen umgebracht, von denen er eigentlich nicht vorhatte, die er nicht vorhatte zu töten. Er hat Weiße getötet, wie er es schildert, und er wollte eigentlich Muslime und er wollte Juden töten. Das ist so der Kern seiner Ideologie. Er ist fest davon überzeugt, dass Deutschland, dass in Deutschland und in Europa Muslime die Macht übernehmen und dass die Weißen, wie er es nennt, verdrängt werden aus diesem Land, dass er selber auch verdrängt wird. Und er sieht sich deshalb im Recht, zu Gewalt zu greifen. Er sagt, es gebe keinen anderen Weg mehr für den weißen Mann, sich zu wehren, als mit Waffengewalt. Deutlich wurde auch, dass Stefan B. mit seinem Leben eigentlich abgeschlossen hatte. Er hat sich darauf eingerichtet, dass er aus diesem Kampf, wie er es nennt, nicht lebend zurückkommt, dass er stirbt dabei. Er hat es hingenommen, zum Beispiel bei dem Schusswechsel mit der Polizei. Eigentlich war ihm klar, mit seinen selbstgebauten Waffen hat er keine Chance. Er wollte es trotzdem probieren. Unter dem Strich war es ein anstrengender Verhandlungstag, der erste. Am zweiten Verhandlungstag soll es dann auch die Möglichkeit für die Nebenkläger geben, den Angeklagten zu befragen, ihn mehr zu seiner rassistischen, zu seiner antisemitischen Haltung zu befragen, woher die eigentlich entstanden ist. Und dann wird auch die Möglichkeit gegeben, das Video vorzuführen, das Stefan B. mit seiner Helmkamera selbst aufgezeichnet hat.